Krass, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Wasser ist. Also man kann die Schilder tatsächlich nachvollziehen. Mein Name ist Benjamin Jaworski, Fotograf und Abenteurer. In den letzten Jahren habe ich mit meiner Kamera schon so einiges von der Welt entdeckt. Ferne Länder, wilde Tiere, aber manchmal liegt das Schöne gar nicht so weit entfernt. Deshalb bin ich gerade auf der Suche nach den schönsten Fotomotiven in Deutschland. Und heute sind wir im Harz, im kleinsten Königreich der Welt. Wusstest du, der Ort Romkehall besteht nur aus einem Hotel und einem Restaurant und wird als das kleinste Königreich der Welt vermarktet. Und hier befindet sich auch ein riesiger Wasserfall. Und da gehen wir jetzt hin. Da ist er, der Romkehaller Wasserfall, der höchste Wasserfall hier im Harz. Und wenn man hier unten steht, dann ist er wirklich spektakulär, ziemlich hoch. Sieht schön aus, wie er runterfällt, aber zu fotografieren nicht wirklich gut geeignet. Dafür ist er zu zugewachsen. Man steht direkt vor diesem sehr hohen Wasserfall, was es schwer macht, das dann gut aufs Bild raufzubekommen. Man hat auch nicht wirklich viele Perspektiven. Es ist alles eher sehr künstlich angelegt mit dem Original Froschkönig auf dem Stein. Und hier befindet sich auch eine sehr viel befahrene Straße. Erstmal sehr laut und unangenehm und zum anderen auch gefährlich, wenn man einen Schritt dann nach hinten auch mal gehen möchte. Also fürs Auge ganz schön, zum Fotografieren eher nicht so. Deshalb machen wir uns auf zu unserem eigentlichen Motiv. Der Oker, ein wilder Wasserlauf im Harz. Entlang des Wanderweges passiert man ziemlich verlassen aussehende Gebäude. Das Hotel hat seine besten Zeiten auch hinter sich. Früher für Natur- und Urlaubsliebhaber, heute eher für Lost Places-Liebhaber. Warum stehen hier eigentlich überall Warnschilder? Das ist interessant. Das Flussbett der Oker sollte nicht betreten werden. Es gibt hier ein Wasserkraftwerk, das läuft mit einer großen Turbine. Und dafür muss Wasser aus dem Stausee rausgelassen werden. Und während das Wasser rausgelassen wird, kann sowohl der Wasserspiegel steigen, als auch natürlich die Kraft des Wassers erhöht werden. Und das kann selbst einen erwachsenen Menschen ganz entspannt mitreißen. Und ein Kind sowieso. Also das ist wirklich lebensgefährlich. Man sollte es also tunlichst vermeiden, irgendwie im Sommer bei warmen Temperaturen zu sagen, ey, ich kühle mich mal entspannt hier ein bisschen in diesem Bach ab, ja, plansche ein bisschen rum. Das kann richtig gefährlich werden. Und natürlich auch beim Fotografieren aufpassen. Kaum vorzustellen, dass dieses Gewässer eine Gefahr sein soll. Ich laufe weiter entlang des langsam fließenden Rinnsals bis hin zur Verlobungsinsel. Von den großen Felsen hat man einen guten Blick über die Oker, die hier fast wirkt wie ein See. Der Blick erinnert mich hier an Kanada. Und das mitten in Deutschland. Ah, das sieht sehr gut aus. Auch die Spiegelung hier unten in dem Wasser sieht sehr gut aus. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist hier im Herbst zu fotografieren. Jetzt aktuell sind ja gar keine Laubblätter vorhanden. Alles ist noch im Winterschlaf, kann man sagen. Nur die Nadelbäume tragen ihr Grün. Und wenn das hier im Herbst mit den schönen orangenen Farben der Laubbäume dann in Kombination fotografiert wird, sieht das bestimmt richtig gut aus. Zwischen den Felsbrocken fließen kleine Wasserfälle hinab, die sich von der Insel aus gut fotografieren lassen. Mit einem Polfilter kann man tolle Effekte erzielen und in das Wasser sehen. Es haben sich jetzt dunkle Wolken vor dem blauen Himmel geschoben. Das ist sehr gut, um Bachläufe zu fotografieren oder diesen kleinen Wasserfall, der jetzt hier runter fließt. Ich benutze auch nur einen Polfilter, also brauche keinen zusätzlichen ND-Filter, weil es schon dunkel genug ist. Meine Verschlusszeit ist so knapp eine halbe Sekunde und dann sieht das Wasser hier sehr, sehr gut aus. Je mehr Zeit man sich nimmt, desto mehr Motive kann man entdecken und auch diesen merkwürdigen Kasten. Was ist das denn für ein Ding? Sieht aus wie ein Briefkasten. Harzer Wandernadel, Stempelstelle. Aha, da ist ein Stempel drin. Ja, sowas finde ich mega cool. Kleine Anekdote,
Wir hatten ursprünglich überlegt, ob wir sowas im Fotoreiseführer auch machen, aber aus logistischen Gründen haben wir gesagt, das ist dann doch ein bisschen over the top. Aber es war mal eine Ursprungsidee, an jeder Fotolocation, die im Fotoreiseführer ist, auch so einen Stempel zu verstecken, sodass nur Fotografen wissen, wo der ist und sich dann das in ihr Buch stempeln können. Aber jetzt benutze ich einfach den Stempel hier und stempel mal hier das Ockertal. Tada! Die Verlobungsinsel ist übrigens die einzige Insel im Harz. Sie wurde vor vielen Jahren mit dem Wanderweg über eine Brücke verbunden. Das ist die Brücke auf die Verlobungsinsel, auf der wir hier gerade stehen. Und die ist ein ziemlich cooles Motiv. Kann man alleine fotografieren, kann man auch mit Wasser zusammen fotografieren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn hier mehr Wasser drin ist, dass das Wasser auch hier oben drüber fließt. Über diese Steine hier im Vordergrund. Da hat sich auch so ein Baumstamm hier, der umgestürzt ist, gesammelt. Ganz viel Treibgut hat sich hier auch gesammelt. Also da scheint Wasser mal rübergeflossen zu sein. Aktuell leider aber nicht. Das heißt, mir fehlt irgendwie ein Vordergrund. Die Brücke an sich ganz spannend. Ich glaube, ich werde sie mal fotografieren, einfach um sie mitzunehmen. Aber so das richtige Highlight-Motiv mit noch einem Wasserfall im Vordergrund, das fehlt mir jetzt leider. Ich gehe auf die andere Seite der Brücke. Auf der Suche nach einer guten Perspektive. Ich entdecke einige kleine Fälle, die über den richtigen Blickwinkel groß wirken könnten. Auf dem Weg zurück werden wir Zeuge eines Spektakels, welches nur zweimal am Tag stattfindet. Boah, guck mal, das ist ein richtig reißender Strom. Eben waren wir an genau der gleichen Stelle und da war einfach nur so ein, ja, sag ich mal, 10 cm tiefes Wasser oder sowas. Jetzt ist da richtig was los, richtig Action. Also man kann die Schilder tatsächlich nachvollziehen, was natürlich geil wäre, wenn man irgendwie wüsste, wann das einfach ist. Man könnte das ja so machen wie beim Lichtenhainer Wasserfall. Mit so einer epischen Musik, so eine Boxen anbringen. Ja, und dann kommt diese Henry-Maske-Musik. La 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 la. Und dann geht's so los hier, Alter. Die Oka, die wilde Oka. Krass, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Wasser ist. Ich habe mir ja vorhin vorgestellt, wie stark ist es wohl. Das ist schon, da kannst du raften jetzt auf jeden Fall. Wassermassen bieten jetzt viel mehr spannende Motive. Schöne Strukturen in einer tollen Landschaft. Sowas habe ich echt auch noch nicht gesehen. Jetzt sieht es hier aus wie irgendwie in Schweden. Ja, daran erinnert mich das irgendwie. So ein richtig wilder, es ist ja fast kein Bach mehr, es ist ja schon ein kleiner Fluss, der jetzt hier runter schießt. Richtig viele Schnellen sind jetzt da und eben Motive, die sonst nicht da sind. Nur zweimal am Tag hat man diese Chance, dass es so aussieht. Da sind wir echt heute glücklich. Zurück zum Lost Place Hotel vom Anfang. Vielleicht haben wir Glück und können das gleiche Foto wie vorhin nochmal mit mehr Wasser fotografieren. Verlaufsfilter aufschrauben, fokussieren und... Wow, das sieht richtig gut aus, dieses alte, verlassene Lost Place Hotel. Dazu diese zwei hohen Bäume, die verdecken es zwar so ein bisschen, aber es macht es irgendwie auch interessant und mysteriös. Dazu diese Wassermassen und dieser Fels, dieser Stein, der da im Vordergrund steht und um die Wassermassen herumschießen, sieht richtig gut aus. Ich probiere diese Wasserdynamik ein bisschen einzufangen mit der Verschlusszeit, zusätzlich noch einen Polfilter und ein Verlaufsfilter, um den Himmel noch ein bisschen abzudunkeln. Cool. Ganz anders als noch vor einer Stunde. Spannend, wie unterschiedlich ein Ort wirken kann, oder? Das hier ist das Wasserkraftwerk und da drin sieht man so etwas Gelbes, das müsste wahrscheinlich die Turbine sein. Das heißt, das Wasser wird hier durch die Turbine durchgeleitet und kommt dann in die Oka. Krass, oder? Voll spannend. Nicht nur coole Fotos gemacht, sondern auch noch was gelernt. Welches Bild hat dir am besten gefallen? Schreib es mal unten in die Kommentare. Und wenn dir natürlich das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben.
Abonnier den YouTube-Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Wir haben eine ganze Videoreihe gedreht über die schönsten Fotomotive in Deutschland, präsentiert vom Jaworski Foto-Reiseführer. Und den gibt's auf lernvonben.de. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ich genieße mal ein bisschen hier den Ausblick und ciao, ciao. Schau dir hier auch die letzten Folgen an. Auf der Suche nach den schönsten Landschaftsmotiven in Deutschland.